Schwestern und Brüder im Glauben, im Mai denken wir vor allem an Maria, der Mutter Jesu. Der Mai wird auch Wonnemonat genannt, weil im Mai alles blüht, alles duftet, weil die Natur voller Leben ist. Vielen von uns ist gerade nicht nach Wonnemonat zumute, weil uns die Beschränkungen, die das Coronavirus mit sich bringt, zu schaffen machen. Auch Maria kennt schwierige Zeiten in ihrem Leben. Schon zu Beginn, als sie jung schwanger war, wusste sie nicht, wie es weitergehen kann. Immer wieder hat sie sich in ihrem Leben die Frage gestellt, was hat das zu bedeuten? Wie kann es weitergehen? Sie hat Höhen und Tiefen im Leben durchlebt, so wie wir auch. Und so ist sie für uns Menschen zu einer mächtigen Fürsprecherin geworden. Danken wir Gott für Maria. Guter Gott, wir loben dich und danken dir, dass du Maria erwählt und sie mit deiner Liebe beschenkt hast. Sie hat dir ganz vertraut. Mit ganzem Herzen und mit Leib und Seele hat sie dich gepriesen für deine Zuwendung zu uns Menschen. Erfülle auch unser Herz mit deinem tröstenden und lebensspendenden Geist und lass uns dir vertrauen, so wie es Maria getan hat. Amen. Aus dem Lukasevangelium. In diesen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Zwei Frauen begegnen sich. Elisabeth ist schon alt und noch schwanger. Eine Risikoschwangerschaft. Maria ist noch jung und unverheiratet. Und trotzdem sind beide in guter Hoffnung. Und das hat einen Grund. Sie wissen sich von Gott getragen und beschenkt. Und sie sind füreinander da. So kann Maria aus ganzem Herzen singen: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinem Retter. Lassen wir uns ein wenig anstecken von Maria. Möge sie uns helfen, dass wir im Wonnemonat Mai, der jetzt von der Corona-Krise geprägt ist, den Mut und die Lebensfreude nicht verlieren. Vielleicht können wir wenigstens ab und an unseren Blick auf das richten, was unser Leben bereichert. Auf die Menschen, mit denen wir zusammenleben, mit denen wir in Kontakt sind. Auf die Natur, die aufblüht, die Sonne, die scheint. Auf die vielen kleinen, hoffnungsvollen Momente, die uns geschenkt sind. Vielleicht können wir dann wenigstens ab und an mit Maria beten: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinem Retter. Thank you.
Zeit, Mutter der Barmherzigkeit. Du bist mächtig, uns in Nöten und Gefahren zu erretten. Denn wo Menschenhilfe gebricht, mangelt es doch der Deine nicht. Nein, du kannst das heiße Flehen deiner Kinder nicht verschmähen. Zeige, dass du Mutter bist, wo die Not am größten ist. Hilf Maria, es ist Zeit, Mutter der Barmherzigkeit. Und so segne uns und unsere Mitmenschen auf die Fürsprache der Mutter Gottes, der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.